Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte mit euch heute zum Thema Stillen noch etwas besprechen. Und dabei ist mir nochmal wichtig, dass wir auch die Brust in den Blick nehmen. Die Brüste sehen ganz unterschiedlich aus. Eine hat kleine, eine hat große Brüste, eine hat runde Brüste, eine hat welche, die so ein bisschen eher spitz zu verlaufen. Eine hat eine Brustwarze, welche rund nach vorne steht. Eine hat eine etwas flachere Brustwarze. Der andere hat eine vielleicht in sich hineingezogene Brustwarze. Der andere hat eine flache Brustwarze, die sich bei Berührung aufstellt. Also ganz unterschiedlich und trotzdem vom inneren Aufbau sehr gleich. Es ist völlig egal, ob ich eine große oder eine kleine Brust habe. Bei dem Stillen kommt es nicht darauf auf die Größe der Brust an, sondern darauf an, wie viel Brustdrüsengewebe ist in meiner Brust. Wenn wir uns die Brüste von innen anschauen oder die Brust von innen anschauen, sehen wir hier die kleinen Gängel, die so ein bisschen aussehen, ja, wie so ein Astverlauf mit den Drüsen da dran. Und die Drüsen, die schlummern in der Zeit, wenn wir nicht schwanger sind. Und wenn wir schwanger werden, passiert ja schon ganz viel durch Hormone in unserem Körper. Und dann kann man das, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit Rosinen. Vor der Schwangerschaft sind das normale, trockene Rosinen. Und in der Schwangerschaft durch die Hormone fangen diese Rosinen an, schon aufzuweichen, also sich mit was vollzusaugen, quasi, ne? Wie so eingelegte Rosinen. Und wenn das Baby geboren ist, dann kommen nochmal neue Hormone dazu. Und durch das Anregen des Trinkens des Babys an der Brust wird auch noch weiter stimuliert und die Milchbildung kommt in Gang. Und dann kann man das quasi mit frischen, knackigen Weintrauben vergleichen. Also das Drüsengewebe ist dann ganz wunderbar gefüllt mit Muttermilch. Und während des Stillens regt das Kind immer wieder die Milchbildung an und es wird immer weiter Milch produziert. Und es ist so, dass der Körper so ein, zwei, drei Minuten auch manchmal braucht, bis so der sogenannte Letdown-Reflex, der Milchspendereflex, ausgelöst wird und die Milch so richtig ins Fließen kommt. Und die Muttermilch besteht aus ganz vielen Komponenten. Da würden wir hier Stunden sitzen, wenn wir über die einzelnen alle sprechen würden. Bei uns im Augusta hängt ein tolles Plakat dazu, in welchen ja, unterschiedlichen Enzymen und Bestandteile die Muttermilch aufgebaut ist. Und wenn ihr dazu Interesse habt, werden wir das auch bestimmt nochmal hier posten. Aber heute möchte ich einfach nur auf die beiden Komponenten Wasser und Fett eingehen, den wässrigen Bestandteil und den Fettgehaltteil. Und die sind hier, das Wasser ist einfach zur optischen Darstellung blau gefärbt und das drüber, das Gelbe, ist der Fettanteil. Und natürlich ist es in der Brust nicht so einzeln getrennt in dem Drüsengewebe, sondern es ist natürlich miteinander vermischt. Und deswegen mischen wir das hier einmal schnell durch. Und der Schwamm, der demonstriert uns ja, die Brust. Und am Anfang, jetzt saugt das sich einmal voll. Inspiriert worden bin ich zu diesem Video von einer Engländerin, Nikki Gibbon, welche das wunderbar schon vor Jahren mal erklärt hat. Und bisher habe ich immer auch auf ihr englischsprachiges Video verwiesen. Und jetzt versuchen wir es einmal selbst darzustellen. Am Anfang ist es so, dass das Baby erstmal in schnellen Bewegungen auch aus der Brust trinkt und
um die Milch ins Fließen zu bekommen und wie ihr seht, hauptsächlich erstmal den wässrigen Bestandteil zu bekommen, ja, den Durst zu löschen. Und mit der Zeit trinkt das Baby dann kräftiger an der Brust und es kommt natürlich auch mehr Fettanteil dann mit aus der Brust, ja, es kommt mehr Fettanteil in die Milch und so länger das Kind trinkt, umso mehr fettigen Anteil von der Muttermilch gelangt ans Kind und kann es sättigen. Und am Ende der Mahlzeit, wenn ihr das Gefühl habt, das Kind hört schon eigentlich auf zu trinken und saugt gar nicht mehr so richtig kräftig, sondern nuckelt eher nur so genüsslich oder ne, saugt zwischendurch nur noch mal in so tiefen Zügen, ne, dann liegt das daran, dass das Kind diese schöne, ganz fettige Muttermilch dann noch bekommt, welche dann nochmal ganz sättigend ist und nochmal einen hohen Fettanteil hat, um das Kind quasi noch weiter zu sättigen. Also ihr seht, umso länger das Kind an der Brust trinkt, umso fetthaltiger wird die Milch und umso gesättigter wird das Kind. Und dann hielten sich oder halten sich immer noch diese Mythen über Vordermilch und Hintermilch, die dann auch Frauen teilweise verunsichern können. Da ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist völlig egal, ob ein Baby vielleicht einfach mal ja, 30 Milliliter auf einmal an der Brust quasi trinkt oder alle 3 Stunden 95 Milliliter trinkt. Also es kommt darauf an, welche Menge das Kind über den Tag verteilt, zu sich nimmt. Und das sind so um die 750 Milliliter, die das Kind so am Tagesbedarf hat, nach dem Milcheinschuss in der ersten Zeit. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass man das Kind ganz nach Bedarf trinken lässt. Und umso mehr das Kind die Brust leer trinkt, umso mehr kommt es halt an diese fetthaltige Milch. Aber wenn das Kind zum Beispiel die Brust nochmal gewechselt hat und an der einen Seite dann nur noch ein bisschen getrunken hat, ist das auch völlig in Ordnung. Dann startet ihr einfach mit der Brust und das Kind holt sich dann auch wieder den fettigen Anteil aus der Brust. Also wenn ihr regelmäßig und häufig über den Tag verteilt stillt, ist der Anteil der fettigen und nährenden Milch genauso hoch, als wenn ihr regelmäßig die Brust komplett leer trinken lasst. Das ist mir einfach nur nochmal wichtig zu sagen, dass ihr euch da bitte nicht unter Druck setzt und stillen. Nach Bedarf ist das Beste für euch. Nehmt euch die Zeit und die Ruhe, und sucht euch einen bequemen Ort, wo ihr ganz bequem sitzen könnt, eine gute Position mit eurem Kind einnehmen könnt. Und wenn ihr Fragen habt, dann sucht euch bitte eine Hebamme, die euch begleitet oder eine Stillberaterin, die euch da unterstützen kann. Wir haben bei uns im Augusta die Agnes, die ist Still- und Laktationsberaterin, die kann ich wunderbar empfehlen, die auch für individuelle Still- und Laktations-Einzelberatung zur Verfügung steht. Ja, ich hoffe, es war verständlich und es hat euch ein bisschen geholfen oder ein bisschen was verständlich gemacht. Und ja, bis bald dann, vielleicht im Augusta.